Das ist die Lifehacks Show, Folge Nummer 36. Welcome to a Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben, Markus Meurer. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Immer noch live aus Chiang Mai in Thailand, dem digitalen Nomaden-Hotspot. Heute habe ich mir den Macher von Wireless Life vors Mikro geholt, Sebastian Kühn. Und Sebastian lebt schon seit längerem in China und hat ziemlich viel Know-how, wenn es darum geht, wie baue ich mein eigenes Online-Business auf, ist also ein alter Hase in dem Geschäft und kann euch auch genau sagen, welche Fehler man vermeiden sollte, welche Fehler man nicht machen sollte, weil genau darüber sprechen wir in dem Podcast. Das haben Feli und ich falsch gemacht, das hat Sebastian falsch gemacht, das haben auch tausend andere, würde ich wetten, falsch gemacht. Und das kann man aber vermeiden, wenn man weiß, wie. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Peace and out. Diese Folge wird präsentiert vom 5-Minute Journal. Das 5-Minute Journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem 5-Minute Journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www.5minutejournal.com und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Hey Sebastian, cool, dass du bei LIFEHACKS am Start bist. Bist du ready? Yes, danke für die Einladung, Markus. Sehr gerne. Wo erwische ich dich gerade und was machst du da? Du erwischst mich gerade in meinem kleinen, beschaulichen Homeoffice in meiner Wohnung in Shanghai. Gucke gerade auf so einen kleinen grünen Hinterhof, kleiner Vorgarten. Und da kann man schnell mal vergessen, dass es eigentlich eine 20-Millionen-Metropole ist. Und ja, ich versuche gerade ein paar Sachen zu erledigen hier. E-Mails, ein bisschen Buchhaltung heute noch. Oh, mein Lieblingsthema. Nebensteuern. Genau. Ja. Ja, ich versuch mir mal den Vormittag so zu legen, dass ich da alle Sachen erledige, also Korrespondenzen, Buchhaltung, alles, was nicht unbedingt so einen Riesenspaß macht, um dann den Nachmittag frei zu haben für ein bisschen mehr kreative Dinge. Okay, du gehst dann nach dem Prinzip vor, die Sachen, die echt keinen Spaß machen, aber die sind wichtig. Okay, da morgens habe ich noch genug Willpower dafür und verschieb's nicht. Dann gehe ich es morgens an und nachmittags machst du dann eher kreative Sachen wie Blogartikel recherchieren und schreiben. Genau, richtig. Nachmittags ist dann immer so die Belohnung. Ne? Wenn man früh die 2-3 Stunden abgearbeitet hat, dann kommt die Belohnung und dann ist das Content erstellen, Konzeptionierung, so ein paar Sachen am Webdesign machen, an neuen Ideen und Projekten arbeiten. Also alles, was dann deutlich viel mehr Spaß macht. Ja, wie organisierst du dich für diesen wichtigsten Task des Tages? Schreibst du dir den schon vorher raus oder hast du ein bestimmtes Tool, wo du danach Prioritäten sortierst? Ich habe ganz lange To-Do-Listen benutzt, habe dann ein Tool benutzt, To-Doist, was ich total klasse finde. Habe mir da waren quasi meine ganzen Aufgaben drin, nach Datum und nach Prioritäten sortiert und die arbeite ich dann ab. Und dann gibt es natürlich viele wiederkehrende Aufgaben. Und jetzt vor ein paar Monaten bin ich immer weiter davon abgekommen, diese klassischen To-Do-Listen zu benutzen. Und habe eigentlich hier neben meinem Laptop einen Zettel zu liegen, also ganz klassisch ein Blatt Papier und einen Stift. Ich schreibe mir da wirklich nur die allerwichtigsten 1-2 Sachen drauf, die am nächsten Tag erledigt werden müssen. Und dann streiche ich die durch, wenn sie erledigt sind. Es kann fast noch mehr Bock machen als so ein Mausklick auf so ein Quadrat, wo dann so eine Checkbox reingeht, oder? Das mit dem Pencil dann durchzustreichen. Ja, genau. Und ich erwische mich auch immer selber dabei, dass diese To-Do-Liste, die habe ich immer dabei, ne? Am Tablet, am Handy, am Laptop. Und von unterwegs, wenn mir irgendwas einfällt, dann haue ich da die ganzen Aufgaben rein und die ist dann irgendwann so überladen, die To-Do-Liste, dass alleine schon der Anblick mich total demotiviert. Und wenn ich einfach so ein Blatt Papier hier habe und das handschriftlich mir die Aufgaben notiere, dann ist der Widerstand so ein bisschen größer und dann schreibe ich wirklich nur die wichtigsten Sachen drauf. Mhm. Und das scheint für mich jetzt besser zu klappen im Moment. Ja, ich kenne das. Wir arbeiten ja mit Wunderlist, Feli und ich, wenn wir da uns beide koordinieren und
am Anfang war es dann auch so, dass jede kleine Idee in, irgendwie darunter reingeschrieben wurde und wir haben dann noch so ein extra Thema gehabt, ich glaube Joel Fix oder so, dann habe ich einfach alles reingehauen, wenn wir beide uns dann mal wieder ein Meeting gemacht haben zum Thema Business und irgendwann ist aber einfach zur Mülltonne verkommen. Und alles, was du gefunden hast, ja, okay, Joe Fix kann ich nicht zuordnen. Und dann war die Verbindlichkeit auch weg. Und du hattest irgendwie so das Gefühl, ich habe es mir aufgeschrieben. Aber letztendlich musste man dann irgendwann die To-Do-Liste, eine To-Do-Liste für die To-Do-Liste anlegen, um sich selber zu verwalten, um zu gucken, was ist da eigentlich noch überhaupt wichtig von der To-Do-Liste und was nicht. Von daher es ist echt nicht easy. Es gibt viele gute Tools, die einem richtig helfen können, aber ohne dass man weiß, wie man so ein Tool benutzt, ist das geilste Tool 0 Cent wert oder gar nichts wert. Genau. Hast du... Ja, ich glaube, vielleicht da zu diesem Punkt noch ganz kurz. Ich glaube, zu zweit, da ihr an den meisten Projekten gemeinsam arbeitet, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Challenge, ne? weil man sich abstimmen muss. Mhm. Und an den Projekten, an denen ich alleine arbeite, da bin ich mir selbst gegenüber nur in der Verbindlichkeit, in der Verantwortung. Ja. Dann kann man sich auch einfacher organisieren. Ich habe jetzt auch so ein paar Projekte mit anderen Leuten zusammen und da ist das natürlich schon schwieriger. Und da machen die Tools auch einfach Sinn, so Kollaborationstools und Projektmanagement-Tools, um sich da einfach, ja, um Sachen festzuhalten und um verbindliche Termine einzurichten und so weiter. Klar, welches nutzt du da? Collaborative Working mit anderen im Team? Ich habe viel probiert. Finde Slack ganz cool, also wenn man mal schnell kommunizieren muss, einfach einen Slack-Channel aufmachen und dann als Chat-Kanal nutzen. Und ansonsten Trello, benutze viel Trello eigentlich. Ja, wir auch. Ich bin ein totaler Fan von Trello, weil es A, kostenlos ist und B, irgendwie die User Experience total schön aufgebaut ist mit diesen Karten umhängen und verschieben. Wenn man das vielleicht noch so von früher kennt aus dem Corporate Job mit den Post-its auf einem großen Whiteboard hin und her schieben. Und ich glaube, das steht und fällt aber auch mit dem System, was man dahinter stellt, hinter Trello, ne? Genau, wie bei allen Tools, ja. Man braucht ein eigenes, gutes System dafür. Hast du ein Standardsystem? Wie lauten bei dir die Spalten? Die Spalten bei Trello, meinst du? Ja. Nee, ich habe überhaupt kein Standardsystem. Immer wenn es To-Dos gibt, dann werden die dort angelegt als einzelne Karten. Das mit der höchsten Priorität kommt nach vorne. Alles, was erledigt wird, wird archiviert. Kann man ja dann in der Zukunft immer noch mal hervorholen und suchen, wenn man es dann braucht. Hm. Aber nee, so ein Standardsystem habe ich dann noch nicht. Das heißt, die wichtigste Karte hängst du ganz nach oben und die anderen da alle drunter, alles in einer Spalte. Genau, und dann wird auch mal hin und her geschoben, je nachdem, was gerade Prio 1 und 2 und 3 ist. Aber innerhalb von der Spalte frage ich, also du hast jetzt nicht mehrere nebeneinander, wo du dann Prio 1, Prio 2, Prio 3 hast und die dann hin und her schiebst, sondern du schiebst quasi nur vertikal. Nee, doch horizontal. Also die Spalten, ganz links steht dann quasi immer die Prio 1. Ah, okay. Und je weiter es nach rechts geht, umso weniger wichtig werden die Aufgaben. Ah, okay, cool. Ja, und was ich dir noch empfehlen kann, je nachdem, wie oft du dann auch archivierte Sachen suchst, finde ich es ein bisschen umständlich, diesen Weg dann immer zu gehen, dass man, glaube ich, irgendwo explizit sagen muss, suche auch in einem Archiv oder so. Haben wir noch so eine Spalte dann oder fertig und da hängen wir einfach die fertigen Karten rein, ohne die zu archivieren und dann sind die nämlich auch in der Vollsuche mit drin. Oh, das ist eine coole Idee. Mhm. Cool, ja, dann erzähl mal, in welchen Projekten arbeitest du und welche Trello-Karten hängen da gerade alle bei dir auf Prio 1, welche hängen auf Prio 2 und welche hängen auf Prio 3? Bei Trello ist jetzt fast alles abgearbeitet. Also wie gesagt, wir hatten jetzt ein paar Projekte, da habe ich mit mehreren Leuten zusammengearbeitet. Das war einmal eine virtuelle Konferenz, also eine Reihe von Webinaren, die wir gegeben haben. Ja. Komplett online zum Thema digitale Produkte für Blogger. Das haben wir zu dritt organisiert. Da sind wir jetzt auch in der Nachbearbeitung, aber das ist jetzt so ziemlich durch. Dann veranstalten wir, ähnlich wie ihr mit euren DNX-Camps, veranstalten wir auch Vacations. Da gibt es auch immer ein bisschen Abstimmung mit den anderen Organisatoren. Das organisieren wir jeweils zu zweit. Immer die gleichen beiden oder hast du da verschiedene Leute? Nee, also ich bin meist dabei, 90% der Fälle und dann immer noch eine andere Person, aber das ist dann immer jemand anders. Mhm. Genau, da gibt es viel zu planen. Also ganz einfach die Koordination, die Buchung von der Unterkunft, die
das Kennenlernen von den Teilnehmern, gucken, wie kann man die am besten matchen, wer passt zusammen. Mhm. Da benötigt es relativ viel Abstimmung. Mhm. Da habe ich auch ganz, ganz gerne mit Google Docs und Spreadsheets. Auch super, die benutze ich eigentlich jeden Tag, um einfach so ein großes, quasi wie so ein großes Projektblatt einmal anzulegen, wo dann die potenziellen Teilnehmer eingetragen werden, die Leute, die bereits bezahlt haben, wo die Kosten kalkuliert werden und so weiter. Mhm. Und das wird dann jeweils mit dem anderen Organisator geteilt, dieses Google Sheet. Richtig gut, oder? Auch unten die verschiedenen Reiter, die man dann anlegen kann und das dann teilen kann und je nachdem verschiedene Berechtigungen geben kann. Ja, also ich bin ein riesen Fan von Google Docs und Spreadsheets. Das ist immer noch, glaube ich, so ein bisschen altbacken und viele Leute, die haben gerne so eine fancy Benutzeroberfläche, aber ich finde es klasse. Also die machen genau das, was ich brauche, die Google Docs. Man kann sie teilen, man kann sie in Echtzeit bearbeiten. Mhm. Also total geniales Tool. Same hier. Ja. Genau, es ist auch schön, nicht überladen oder so, straight to the point, total schön minimalistisch, finde ich. Genau. Und ansonsten Projekte, ich habe mir jetzt vorgenommen, mal in den nächsten 2-3 Monaten oder bis zum Jahresende keine neuen Projekte anzunehmen und einfach mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig, ist einfach mal innezuhalten, zu gucken, was ist so alles passiert in den letzten 2-3 Jahren. Also ich bin jetzt seit knapp 4 Jahren selbstständig, habe eine ganze Menge Content erstellt, Produkte erstellt und ich will das jetzt alles mal unter einen Hut bringen, das alles optimieren, die einzelnen Produkte vernünftig miteinander verknüpfen. Experimentiere jetzt gerade ein bisschen mit Facebook-Ads und gucke einfach, dass ich die Sachen, die jetzt schon draußen sind, möglichst gut an den Mann bringe und möglichst gut alles miteinander, ineinander integriere quasi. Ja, macht absolut Sinn. Gerade bei dir würde ich sagen, du hast so viel an Content und Mehrwert rausgehauen in den letzten paar Jahren. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich an dich denke, denke ich auch immer an so ein Multitalent und einer, der nie schläft und dann noch die Online-Konferenz raushaut und dann noch die Retreats macht und daneben noch richtig geile, hilfreiche, lange Blogartikel zu den Themen schreibt, auf die keiner Bock hat. Du bist so ein bisschen das ganze Taxation, Steuern und Meldung, Anmeldung, Abmeldung und so. Irgendwie hast du da deine Expertise gefunden, glaube ich, in dem digitalen Nomadenbereich, neben vielen anderen Themen, dann noch die E-Books. Was hast du nicht alles gemacht? Ich glaube, und dann fällt es auch schwer, irgendwann mal zu sagen, ey, ich muss raus aus diesem Modus und kurz innehalten, zurückgucken, Bestandsaufnahme machen, kann man vielleicht irgendwas auch einstampfen, ich weiß nicht, was du vorhast, oder noch besser machen, noch mehr optimieren an dem bestehenden Content, ne? Genau, also irgendwann geht es dann sowieso nicht mehr alleine, umso mehr Projekte man hat. Und dann kann man ja gucken, sucht man sich Hilfe, sucht man sich Leute, die einem einen Großteil der Arbeit abnehmen, oder stampft man auch irgendwann Projekte ein. Und ich glaube, an dem Punkt bin ich gerade, wo ich da so ein paar Entscheidungen treffen muss. Wie geht es weiter mit immer so einer Community für ortsunabhängige Unternehmer und Freelancer? Die heißt My Wireless Life. Mhm. Und da bin ich gerade am Überlegen, wie da die Reise weitergeht. Weil das sind natürlich Sachen, die kann man irgendwann alleine nicht mehr stemmen. Aber da hast du jetzt schon, glaube ich, mega viel Energie reingesteckt, um die Community irgendwie aufzubauen. Also die wird wahrscheinlich nicht gecuttet werden, oder? Nee, cut nicht. Dafür ist irgendwie zu sehr mein Baby und das kann ich jetzt nicht so einfach aufgeben. Aber ich sehe auch, das bringt auch immer noch einen Mehrwert für die Leute, für die Mitglieder auf jeden Fall. Und das ist cool, um sich zu connecten. Das ist gut für mich, um wieder mehr Leute kennenzulernen, mein Netzwerk zu vergrößern. Aber es braucht einfach wahnsinnig viel Arbeit, um so ein Forum zu betreiben. Hm. Und deshalb schaue ich jetzt, in welche Richtung es da geht. Ja, mega, mega Arbeit. Ich glaube, jeder, der auf der Suche ist nach dem Heiligen Gral und sagt, ich will irgendwie am Ende des Tages passives Einkommen haben, dem würde ich eher nicht empfehlen, eine eigene Community aufzubauen, auch wenn sie mega viel Vorteile hat. Aber man muss sich schon 100% committen, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ziemlich die Königsklasse vom passiven Einkommen. Ich glaube, der Tim hat es jetzt gerade ganz clever gemacht mit seinem Citizen Circle, dass er so eine sehr exklusive Community ist, auch ein bisschen höherpreisig und dafür liefert er richtig gute Inhalte, hält es aber ganz bewusst klein und dadurch hält sich die Arbeit dann auch eher in Grenzen und dann ist es auch einfacher, diesen persönlichen Kontakt zu haben. Mhm. Jetzt, wenn du irgendwann ein paar tausend Mitglieder hast, dann ist dieser persönliche Kontakt natürlich nicht mehr gegeben und dann schafft man es einfach nicht mehr, dann kommt man nicht mehr hinterher. Nee, zumal Tim, glaube ich, auch jetzt vor ein paar Monaten an dem Punkt war, dass er gesagt hat, okay, wenn ich das so weitermachen will mit den ganzen Baustellen oder Projekten, die ich am Laufen habe, muss ich mein Team vergrößern und hat sich ja dann auch Leute reingeholt und bewusst angesprochen. Genau.
Genau. Meine Überlegung hinter dieser Community war auch immer, ich sage, wie die Leute finden mich über meinen Blog. Die lesen 1, 2, 3 interessante Artikel und sagen, okay, es gefällt uns, was der Sebastian hier macht. Wir wollen mit dem noch ein bisschen näher in Kontakt bleiben und mit den Leuten, die sich so auf seinem Blog rumtreiben. Und dann gehen sie in diese Community, wo sie sich natürlich auch erstmal kostenlos anmelden können, können sich dort austauschen. Und dann man gibt seiner Leserschaft die Chance, irgendwie noch tiefer einzusteigen. Und man bindet die Leute natürlich auch an seine eigene Marke. Und das war auch immer so mein Gedanke dahinter. Ne? Wenn ich jetzt mal dann irgendwann ein Produkt habe, diese virtuelle Konferenz oder ein E-Book oder einen Online-Kurs, dann ist es natürlich recht einfach, die auch zu vermarkten. Ne? Die Leute auch das Grundvertrauen haben in mich und in die Sachen, die sie so gesehen und gelesen haben. Und dann ist das ein super Marketing-Kanal am Ende auch. Mhm, absolut. Wobei man trotzdem immer noch, auch wenn es deine eigene Zielgruppe ist, immer gucken muss, dass man sensibel bleibt und das nicht überreizt und ganz easy ist halt auch nicht. Ne? Genau. Die Balance zwischen, ihr bekommt hier einen riesen Mehrwert, auch kostenlos, und dann vereinzelt auch mal Produkte streuen oder mal Promotion machen. Ich glaube, diese Balance, die muss man finden. Mhm. Du bist ja jetzt selber auch schon ziemlich lange in diesem Thema Online-Unternehmertum, ortsunabhängiges Arbeiten. Ich glaube, gerade in letzter Zeit bist du auch selber noch mehr rumgereist als vorher. Was waren deine ersten Touchpoints mit diesem ganzen Lifestyle, Online-Geld verdienen? Und wie hast du dann angefangen? Was waren deine ersten Projekte? Ganz rudimentär hat es eigentlich schon angefangen, so 2010, 2011. Damals habe ich noch studiert, wollte mir einfach nebenbei was dazu verdienen und hatte eigentlich in meinem Umfeld niemanden, der sowas gemacht hat. Ja, auch ganz wenig Selbstständige, ganz wenig Leute, die irgendwie freiberuflich übers Internet gearbeitet haben. Wo hast du studiert? Dann, in Berlin. Okay. In Berlin habe ich damals International Business studiert und habe dann einfach gegoogelt, was kann man machen, wo kann ich mir ein paar Euro hinzuverdienen. Ja, so 200-300 Euro, mir meine Reisen zu finanzieren, um abends weggehen zu können. Mhm. Und habe dann ein paar Jobs angenommen als Texter, habe mich im Bereich SEO fit gemacht und habe so alles mögliche angeboten. Schlechte Bezahlung, aber ich konnte mal reinschnuppern in das Thema. Dann war irgendwann das Studium vorbei, bin zusammen mit meiner Freundin nach Shanghai gegangen und hatte dann auch noch meine letzte Festanstellung für ein halbes Jahr, habe die nach einem halben Jahr gekündigt und bin dann eigentlich all in gegangen, habe gesagt, ich versuche es als Freelancer, habe dann auch Leistungen angeboten als Übersetzer und im großen Bereich Online-Marketing, also ein bisschen Social Media, ein bisschen SEO gemacht. Mhm. Und das hat am Anfang auch nur sehr schleppend geklappt, weil ich mich einfach nicht spezialisiert habe auf einen Bereich, sondern ich wollte alles abdecken, ich wollte so viele Leute wie möglich erreichen. Und das war auch ein absolut wichtiges Learning für mich, was ich auch jedem Hörer nur empfehlen kann, ist sich einfach festzulegen, sich in ein Thema richtig einzulesen, da der absolute Experte zu sein und dann nur eine Handvoll von Leuten zu bedienen, aber die auch richtig zu bedienen und dann dafür auch vernünftiges Geld zu nehmen. Ja, genau, und so, ja, erzähl mal weiter. So ging es dann mit mir auch weiter, habe irgendwann besser verdient dann als Freelancer und habe nebenbei immer schon an eigenen Projekten gearbeitet. Das waren so kleine Affiliate-Nischenseiten, das war mein erster Blog vor Wireless Life. Das hat sich dann immer weiterentwickelt, habe immer mehr Sachen ausprobiert, war immer neugierig, was kann man noch so machen online. Irgendwann ist dann auch unsere Facebook-Gruppe mit den digitalen Nomaden entstanden, dann kamt ihr mit der DNX und dann gab es immer mehr Angebote in die Richtung, man konnte sich immer mehr connecten und austauschen und dann geht es, glaube ich, von allein, dann bekommt man so viel Inspiration, probiert so viele Sachen aus und einige von den Sachen, die machen Spaß, die funktionieren, da kann man Geld mit verdienen, andere, die bleiben dann auf der Strecke und so war es einfach ein ständiges Ausprobieren, Umwerfen, wieder neu ausprobieren. Mhm. Genau so geht's. Versuchen, machen, iterieren, wieder neu auf den Markt bringen, Analyse machen, Rückschlüsse ziehen, wieder neu starten, hinfallen, Mund abputzen weiter. Ne? Ich glaube, das wird auch nie aufhören als Unternehmer und das sollte man mit einkalkulieren, dessen sollte man sich bewusst sein und wenn man dafür der Typ ist, dann ist, glaube ich, Unternehmertum und gerade auch Online-Unternehmertum für mich irgendwie die totale Fleischwerdung oder Realisierung der absoluten Freiheit auf allen Ebenen. Genau, und dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, dieser Iterationsprozess, also dieser ständige Loop, ne, der auch im Lean Startup beschrieben wird, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der schnell abläuft, dass man schnell ausprobiert, ohne lange ein Konzept zu erstellen, ohne lange zu überlegen, sondern einfach in den Markt geht, raus, mit seiner Zielgruppe eine Verbindung aufbaut, sieht, was wollen die haben, würden die mein Produkt kaufen
Und wenn es dann nach 2-3 Monaten nicht klappt, dann muss man sich auch damit abfinden und sagen, okay, nächstes Projekt, wir probieren was anderes aus. Und ja, diese Feedback-Schleifen, die müssen einfach schnell passieren. Ja, also da hilft es oft nicht zu emotional zu sein, ne? Dass man irgendwie, dann hilft es auch, wenn man schnell live geht, weil dann kann man nicht so eine große Emotionalität zu einem Projekt aufbauen oder zu einer Marke oder zu einer Riesenidee, die für dich die Welt bedeutet, aber überhaupt keine Nachfrage da ist. Und manche haben dann das Problem, sich davon zu lösen und zu sagen, okay, ey, komm, das kostet nur Zeit und Geld und die habe ich nicht, ich probiere jetzt was anderes aus. Genau, und das ist sau schwierig, irgendwann eine Idee abzustoßen und zu sagen, okay, ich gestehe mir ein, das hat nicht funktioniert, ich mache mit einer neuen Idee weiter. Gerade wenn das so ein Leidenschaftsthema ist, wenn man da mit Emotionen dranhängt, ist das sau schwierig und das ist was, was man lernen muss. Und ich bin auch noch dabei, das zu lernen. Einfach mal zu sagen, okay, ich gestehe mir jetzt ein, das war nichts. Ja, das ist echt ein harter Prozess. Das haben wir ja auch schon oft gehabt, dass wir dann gesehen haben, ey, es funktioniert einfach nicht, lass uns das Ding einstampfen, mal was anderes machen. Zum Beispiel, als wir dann mal die Riesenidee hatten, eine App für digitale Nomaden zu machen, um sich zu connecten, DJ Nomad Radar, ich weiß nicht, ob du das damals mitgekriegt hast. Ja, und ja. Das war wirklich so schwierig, dann fähige, gute Programmierer zu finden, die auch noch unsere Idee verstanden hatten und ich konnte aber auch nicht richtig briefen für App-Design und überhaupt App-Technik und dass dahinter dann noch Server hängen und also Millionen Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte, wo ich dann mir irgendwann selber eingestehen musste, entweder du vertraust jetzt jemandem und investierst richtig viel Geld und weißt nicht, was bei rauskommt, oder du siehst es jetzt ein, das ist nicht dein Gebiet oder du bist jetzt noch nicht ready dafür oder hast nicht die richtigen Leute gefunden und ja, kündigst jetzt die Domain und stampfst das Ding ein und war wieder ein Learning. Letztendlich hat man ja trotzdem noch einen Benefit von jeder Idee, die man erstmal weiterführt und dann irgendwann beendet. Ja, super Beispiel. Ich glaube, wenn es gerade am Anfang beim Briefing schon so eine Probleme gibt, dann ist es auch ein gutes Zeichen dafür, sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, ja. Oder anderes Beispiel war digitalenomaden.net. Da haben wir ja noch die Keyword-Domain registriert. Muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das war im Sommer vor 2 Jahren. Da waren noch sämtliche Keyword-Domains zu dem Begriff digitale Nomaden frei. Der Tim hat, glaube ich, die DE eine Woche vor mir geholt. Und ich habe mir dann noch die Net geholt. Und was sich seitdem alles getan hat, ist krass. Und da haben wir auch mal versucht, eine Community aufzubauen mit einer coolen Forensoftware und allem Möglichen, haben ein bisschen Traffic drauf gekriegt. Aber in Zeiten von Facebook, muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, mit deiner eigenen Community ist es so schwer, die Leute irgendwie überhaupt zu überzeugen und von der Plattform Facebook runterzukriegen, dass es noch andere gute Plattformen gibt, wo man sich austauschen kann. Und da haben wir auch irgendwann eingesehen, ey, das ist A, zu viel Arbeit, wir kriegen da kein, also Traffic kriegen wir drauf, aber keine Interaktion. Das höchste Gefühl war immer der Vorstellungspost und haben dann gesagt, die Domain ist so viel wert, die hat jetzt auch schon so viel gute Backlinks von den Medien gekriegt, weil wir es nach der ersten DNX dann angekündigt haben und ein paar Medien haben das dann aufgegriffen und verlinkt, dass wir sagen, wir bauen da jetzt irgendwas Statisches, das ist eigentlich auch immer eine ganz coole Idee, wenn man nicht komplett loslassen will von dem Brand oder der Idee und haben jetzt so eine Toolbox, quasi so ein Q&A nur zum Thema digitalen Nomaden draufgebaut. Und das macht uns jetzt keine Arbeit, da kommen immer noch ein paar Leads an, haben Affiliate-Links da verarbeitet zu Sachen, die wir empfehlen und das ist dann im Moment absolut passives Einkommen über diese Domain. Ja, genau, das ist eine gute Idee, das nicht komplett aufzugeben, sondern einfach was Statisches zu machen, wo man dann keine Arbeit mehr hat, ja. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, eine Community aufzubauen, das kann ich auch wieder nur jedem raten. Ich würde auf jeden Fall bei Facebook anfangen. Ich würde einfach eine Facebook-Gruppe aufmachen. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, die Leute sind eh den ganzen Tag bei Facebook und man bekommt die so schwer da weg. Die Leute sehen bei Facebook eh die Notifications und die sehen dann, wenn da in der Gruppe was passiert, in seiner eigenen kleinen Community, die man dann aufbaut bei Facebook, dann sind sie auch viel eher bereit, da zu antworten. Die haben ihr Profil schon bei Facebook, die kennen sich damit aus. Mhm. Und da kann man beste Beispiel für mich ist immer der Johannes Völkner von Webwork Travel, was der sich da für eine geile Community aufgebaut hat innerhalb von Facebook. Mhm. Man kann auch so viele Sachen machen, Events planen und Dokumente anlegen, Beiträge in der Gruppe verlinken, die schon weiter nach unten gerutscht sind, Beiträge fixieren. Also man hat da echt viele Möglichkeiten. Ja, absolut. Facebook ist mega convenient, weil das alles wegfällt. Diese Profilerstellung, die Leute sind eh auf Facebook für manche, ich hoffe jetzt mal nicht für welche, die digitale Nomaden werden wollen, für die ist Internet nur Facebook, die kennen kaum noch andere Seiten, weil die der totale Hub, der Verteiler ist mittlerweile auch Facebook. Und man muss zugeben, ich glaube, das geht jedem so, es funktioniert einfach, der Algorithmus, die Timeline, es ist interessant auf Facebook
und umso mehr kann man sich da verlieren. Also es ist der größte Freund, gerade auch für uns, für die DNX, funktioniert es richtig gut, mit unkompliziert die Communities aufzusetzen und da Interaktion zu schaffen. Und auf der anderen Seite für mich selber als Unternehmer ist der absolute Horror, wenn ich da wieder in den Rabbit Holes verschwinde und gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich auf Facebook machen wollte. Ja, ich glaube, man muss sich dann gut unter Kontrolle haben. Ne? Ich schaue am Tag auch bestimmt 10 Mal bei Facebook rein, habe auch die Notification ständig an, auch auf dem Mobile Phone, und muss dann auch mal aufpassen, dass ich mich nicht irgendwie in Videos verliere oder auf irgendwelche Links klicke. Ja, man muss da so eine Selbstdisziplin entwickeln. Ne? Ja, muss man auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal einen Step zurückgehen, als du in Berlin warst. Während deines Studiums hast du gesagt, was ich eigentlich ziemlich deprimierend und traurig finde, dass es damals an deiner Uni oder an der Fakultät auch irgendwie das Thema Online überhaupt nicht behandelt wurde, obwohl du internationales Management oder Business studiert hast und Online ja die mega Zukunft ist und ein mega riesengroßer Markt ist, hat das kein großes Thema gespielt oder nur rudimentär, oder? Ja, so gut wie gar nicht. Ich will jetzt auch gar nicht so viel über Studium schimpfen, aber inhaltlich war das schon sehr grenzwertig, was dann so 2011, 12 noch gelehrt wurde. Das waren so alte Marketing-Bibeln von Professor Manfred Bruns, der die vor 30 Jahren geschrieben hat. Das war einfach viel Theorie und die Professoren waren auch schon relativ alt und die wussten einfach nicht, was abgeht in der Marketing-Welt, ne? Dass heutzutage so viel online läuft. Und das war eigentlich Wissen, was man sich dann im Endeffekt doch selber aneignen musste. Ich glaube, so ein Studium, das ist gut für viele Sachen, aber inhaltlich hätte man die Zeit sicher besser nutzen können, ja. Ja, ich war ja vor 10 Jahre vor dir an der Uni in Münster und habe BWL studiert und da war es natürlich noch weniger ein Thema und haben aber trotzdem dann nach diesen ganz, ganz alten Prinzipien und Theorien eigentlich nur gelernt und gepaukt und stumpf auswendig gelernt. Es war irgendwie kaum Praxis dabei. Ich will jetzt auch nicht zu lange drüber schimpfen. So ein paar Basics, vielleicht 10%, kann ich jetzt noch für mein jetziges Leben anwenden, aber 90% waren echt vertane Zeit und damals auch nur, um dieses Diplom zu kriegen oder irgendwas zu machen. Letztendlich hat mir das nicht viel gebracht und interessant war auch, dass ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren dann bei einem Online-Marketing-Kongress eingeladen gewesen bin, was nur auf Einladung war von einer ziemlich guten Agentur in Deutschland, die da führend ist. Und die hatte sich dann auch einen Professor irgendwie da als Speaker geholt, der war auch noch gar nicht so alt, irgendwie Mitte 30, Anfang 40 oder so, und hat dann seine Slides präsentiert, die er dann in seiner Vorlesung zum Thema Online-Marketing auflegt. Und ich dachte, ich sehe nicht recht. Also ich konnte mich kaum auf dem Stuhl halten und nicht rausgehen, weil ich mich so fremdgeschämt habe für die Inhalte, die da drauf waren, weil das so Schrott. Und dann dachte ich so, das kann echt nicht wahr sein, so wenn das die Lehre ist, was die Leute an der Uni in Deutschland, das war glaube ich sogar eine private Uni noch, und Geld dafür bezahlen in Sachen Online-Marketing lernen, da ist jede Ressource, die du bei Google in 2 Minuten findest zum Thema SEO oder so, 1000-mal hilfreicher und besser. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Dann lieber von Leuten lernen, die richtig im Thema stecken, die das gerade selbst anwenden und nicht irgendwo nur selbst gelesen haben. Und dann ist es auch egal, ob das ein Professor ist oder ein 25-Jähriger, der gerade totale Erfahrung mit dem Thema sammelt. Ja, ja, und ich glaube, wir sehen auch gerade so einen Switch. Zum einen, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es gute Blogs, aber die musste man dann echt mit der Lupe suchen. Und dann haben die Leute irgendwann auch aufgehört zu bloggen. Dann war der Blog tot und dann musste man wieder neuen suchen und viele parallel lesen. Mittlerweile gibt's ja das ganze Wissen auch super geil aufbereitet in sehr professionellen Online-Kursen, wo du ein paar Euro in die Hand nehmen musst. Aber da ist jeder Euro, finde ich, ist da wert, wenn man das Geld dazu hat. Und es wird auch irgendwann weitergehen, dass die Lehre dann komplett irgendwie im Netz stattfindet und die Universitäten, glaube ich, ein echtes Problem kriegen, gerade im Thema Online-Unternehmertum. Auf jeden Fall, ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es auch viel Halbwissen da draußen gibt. Und das einfach einen Blog zu starten oder einen Online-Kurs zu kreieren, das kann jeder. Und leider machen es auch viele Leute, die nicht ganz so viel Ahnung haben. Aber es gibt auch wahnsinnig viele gute Ressourcen. Und da muss man einfach selber abwägen und vielleicht mehrere Quellen in Betracht ziehen. Und dann findet man die ganzen Infos alle für wenig Geld, ja. Ja, ich glaube, da entwickelt man irgendwann ein Gefühl für und da muss jeder auch mal durch und da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Am Anfang, die ersten Touchpoints sind für viele reich werden im Internet, Geld verdienen über Nacht oder so, wo du dann auf diese ganzen Scam-Seiten landest und irgendwann merkst du aber, dass
dass da nicht viel Inhalt hinter ist und dann kommt man hoffentlich dann auch auf die besseren Sachen oder stößt direkt auf so Podcasts wie der hier oder auf deine Seiten oder in die Communities, wo dann die wertvollen Ressourcen geteilt werden. Genau. Ein wichtiger Punkt, den du eben noch gesagt hattest, als du angefangen hast, dass du, wie auch übrigens wir, einen riesen Bauchladen erstmal aufgemacht hast. Bei uns, dass du nicht genug geshaped hast, dein Produkt und einfach alles angeboten hast, nur um irgendwie 1 Euro zu verdienen. Also das war bei uns auf jeden Fall so der Antrieb, dass wir gesagt haben, boah, nee, scheiße, wir haben viel zu viel Panik, dass wir überhaupt keine Kunden kriegen. Haben gesagt, okay, dann bieten wir alles an. Wir können Online-Marketing-Beratung, wir können Analysen machen, wir können das Operative im Online-Marketing umsetzen, wir können Kommunikation, wir können Übersetzung, wir können SEO-Texte, wir können Website-Erstellung machen, wir können Tools installieren. Also es war irgendwie ein riesen, keiner wusste, wofür wir überhaupt stehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu erkennen, auch wenn es weh tut. Aus Angst, irgendwie eine falsche Entscheidung zu treffen, haben wir dann keine Entscheidung getroffen und weiterhin alles angeboten. Aber erst nachdem wir zum Beispiel Rock My Site, was ja unser Brand dann für die Website-Erstellung war, noch weiter eingedampft haben auf Wundersite, sprich diese persönlichen Websites für Passiv-Jobsuchen haben wir das genannt, und für Freelancer. Ab da konnten die Leute was damit anfangen und sagen, ey cool, das habe ich schon mal gesehen, ich kann was damit anfangen, ich weiß, was das ist, genau das brauche ich, das kaufe ich jetzt. Ja, ich kann mich, als du es gerade erzählst von Wunderseiten, ich kann mich erinnern, dass ich vor bestimmt schon 2 Jahre her war, ich mal auf einer Portfolio-Seite von dir, ich glaube markusmeurer.de, und da habt ihr eure ganzen Projekte vorgestellt und ich dachte so, ach du Scheiße, wo haben die Leute erstmal, wo nehmen die Zeit her, um diese ganzen Projekte zu starten? Und da, wie kriegen die das unter einen Hut? Ja, und genau, ich habe auch genau das gleiche Problem. Ich wollte am Anfang auch immer alles machen, wollte auch möglichst viele Leute erreichen. Und das ist genau das Problem. Ich hab jetzt in der Vergangenheit ein paar Workshops gegeben, unter anderem ja auch bei euch auf der DNX zum Thema Nischenfindung. Was macht so eine gute Nische eigentlich aus? Mhm. Und da habe ich immer davor gesprochen von der Fear of Niching, also einfach vor der Angst davor, zu tief in der Nische reinzugehen. Ah, okay. Weil wir einfach Angst davor haben, unsere Zielgruppe zu weit einzuschränken. Ne? Und wir haben Angst davor, Leute von unserem Angebot auszugrenzen. Und deshalb sprechen wir einfach die Masse an, die Allgemeinheit. Mhm. Und indem wir das tun, erreichen wir aber am Ende niemanden, ne? Weil sich niemand angesprochen fühlt. Fühlt sich niemand angesprochen, wenn wir Social Media Marketing Dienstleistungen anbieten. Ja. Da weiß kein Mensch, was damit gemeint ist. Keiner denkt, dass das ein Service für ihn ist. Aber wenn wir, was ich irgendwann gemacht habe, ist, ich habe SEO für App Stores, für den Google Play Store und für den Apple Store. Cool. Angebot. Und da gab es vielleicht so 50 Leute im deutschen Bereich, die das brauchten. Aber die haben sich total angesprochen gefühlt. Es gab 0 Wettbewerber in dem Bereich, die die gleichen Dienstleistungen angeboten haben. Und das heißt, mindestens 50% der Leute, die ich angeschrieben habe, denen ich meine Leistung vorgestellt habe, die haben das Angebot auch in Anspruch genommen. Und ich konnte im gleichen Moment auch eine gute Rate verlangen, weil ich auch Ergebnisse und Referenzen vorzeigen konnte nach einer Weile und weil es keinen anderen gab, der diesen Service angeboten hat. Das heißt, diese super kleine Zielgruppe, die hat mir total gereicht. Und der andere Vorteil war natürlich, dadurch, dass diese Nische dann irgendwann so klein war, dass ich mir das Wissen, was natürlich nicht so viel ist in so einer kleinen Nische, das Wissen habe ich mir so schnell angeeignet und war dann nach ein paar Monaten der absolute Experte auf dem Gebiet. So, und dieses Prinzip, das kann man als Blogger anwenden, das kann man anwenden, wenn man eine Veranstaltung organisiert, wenn man einen Online-Shop hat, Produkte verkaufen will, das passt eigentlich auf alles. Ja, man muss seine Zielgruppe ganz genau definieren, kennen, muss wissen, was haben die für Probleme und Bedürfnisse und Sorgen. Und da muss man genau diese Painpoints ansprechen und keine Angst davor haben, dass man dann nicht ganz so viele Leute erreicht. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, die große Challenge, keine Angst zu haben, den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht nur Webseiten für alle, sondern nur für kleinere Startups oder ich mache Webseiten speziell für Fitnessstudios. Gibt es, glaube ich, auch einen Riesenbedarf im Übrigen. Und ich glaube, wenn ich dann jetzt ein Fitnessstudio-Betreiber wäre und würde dann 4 Angebote oder 4 Services nebeneinander legen und der eine macht Webseiten für alle, der zweite macht Webseiten für Selbstständige in Deutschland und der dritte macht Webseiten aber nur für Fitnessstudios und hat dann entsprechend auch die Referenzen auf seiner Seite, dann würde ich ja ganz klar zu demjenigen gehen, der mich total abholt mit genau meinem Pain und meinem Need. Genau, weil du ja auch davon ausgehst, dass dieser Anbieter, der kennt die Bedürfnisse von Leuten, die gerne ins Fitnessstudio gehen wollen, der weiß, wie muss das
das User-Interface aussehen, wie sollte das Webdesign sehen, aussehen, mhm. was ist ansprechend für potenzielle Kunden, genau. Und dann bist du auch viel eher bereit, die zu beauftragen, ja. Ja, wie kam das dann, dass du komplett aus Deutschland weggezogen bist? Du hast gerade gesagt, mit deiner Freundin, also war sie dann der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, ich kann quasi von überall arbeiten? War das vorher schon so eine Option, wenn du mal jemanden kennenlernen solltest oder wenn du mal woanders sein möchtest, suche ich mir jetzt einen Job, also arbeite ich online, um das von überall machen zu können, oder kamen dann Dinge zusammen und eins zum anderen? Es war so ein schleichender Prozess, also ich bin immer schon gern gereist, war auch schon vor der Zeit in Shanghai öfter mal im Ausland, auch länger unterwegs, und wie gesagt, ich hatte hier noch einen festen Job, also ich war hier ganz normal in Anstellung das erste halbe Jahr, und da war eigentlich der Gedanke, dann viel reisen zu können, der hat gar nicht so eine große Rolle gespielt. Und das ging dann erst los, als ich mich selbstständig gemacht habe, mit diesem Freelancing-Service angefangen habe, und dann war auch das erste Jahr war einfach nur arbeiten und wenig reisen. Ja, da waren auch 60, 70 Stunden Wochen. Mhm. Ist gut, dass du da sagst. Da war an viel Reisen und Freiheit nicht zu denken, weil es finanziell einfach schwierig war und weil einfach immer viel zu viel Arbeit da war. Und dann lief es aber irgendwann immer besser, hat immer mehr Freiheiten, also finanziell ging es dann ganz gut, zeitlich war ich viel flexibler, hatte auch immer weniger Kundenaufträge. Mit Kundenaufträgen ist ja auch immer so eine Sache, dass man die nicht einfach mal abstellen kann für eine Woche. Ne? Du musst immer erreichbar sein, oder nicht ständig, aber du musst eine Response-Quote haben, musst auf E-Mails reagieren, musst auch telefonisch mal erreichbar sein. Trotzdem ist ein super geiler Steigbügelhalter, um in diesen Lifestyle reinzustarten. Also es ist irgendwie total geil, dieses Tool Freelancing, und irgendwie auch ein bisschen deine Zeit gegen Geld zu verkaufen. Was ja manche sagen, nee, das will ich auf keinen Fall mehr, aber gerade zum Start und um ein bisschen ruhiger schlafen zu können, ist Freelancen eine super geile Option, die du gemacht hast, die ich gemacht habe, die Conny gemacht hat, die eigentlich der Tim, ich glaube fast jeder ist mit Freelancing gestartet. Das sollte manchen Leuten nochmal bewusst sein, dass man nicht von über Nacht quasi so ein eigenes Business aufbauen kann. Und dann muss man aber, glaube ich, irgendwann den Punkt erkennen, okay, über die eigenen Sachen kommt jetzt genug Geld rein, auch wenn es wahrscheinlich wieder genauso wenig ist wie am Anfang vom Freelancing, und sich dann trauen, diesen Switch zu machen und nach die Kunden dann wieder abzugeben, oder? Genau, richtig. Genau, dieses Freelancing als Einstieg und dann so langsam den Übergang schaffen zu eigenen Projekten und zu Einkommen, was dann größtenteils passiv ist, ne, wo man nicht von Kunden abhängig ist. Mhm. Und genauso war es dann auch irgendwann bei mir. Das war, ich würde sagen, so vor zweieinhalb Jahren. Und dann ging es auch los, dass wir mehr gereist sind. Also teilweise zusammen mit meiner Freundin, teilweise alleine. Und das koste ich jetzt auch aus. Ich würde sagen, ich bin jetzt immer noch so mindestens die Hälfte des Jahres in Shanghai. Bin hier fest, habe hier ganz klassisch meine Wohnung und bin den Rest des Jahres dann unterwegs, viel in Europa und Asien unterwegs, und nehme dann die Arbeit mit. Mhm. So cool. Und wie sind so die Lebensbedingungen in Chiang Mai? Ist es da günstiger als im Rest von Asien, oder ist es da günstiger als in Deutschland? Also erfordert das von dir irgendwelche Sachen, die du in Deutschland nicht machen müsstest, oder sagst du, dieses Online-Business mit meiner Zielgruppe Deutschland ist echt kein Thema, kann ich von jedem Land oder jedem Ort der Welt führen? Also Shanghai ist glaube ich so wie in vielen asiatischen Städten, also man kann total günstig leben, wenn man lebt wie die Locals, und kann aber auch recht teuer sein, wenn man in internationale Supermärkte geht, wenn man jeden Tag essen geht, in Restaurants und nicht auf der Straße, wenn man in einem schönen Bezirk wohnt. Das heißt, mittlerweile hat sich unser Lebensstandard auch schon ein bisschen angepasst, und das ist schon teurer, als damals das Leben in Deutschland war. Was gibt es so für Schwierigkeiten? Ein Problem in China generell ist einfach, dass viele Webseiten geblockt sind. Das heißt, man muss hier immer umgehen mit einem VPN-Service, und darunter leidet die Internetgeschwindigkeit ab und an mal. Was für ein Service? Kann schon problematisch sein. Was für ein Service kannst du da empfehlen? Ich habe jetzt super viel ausprobiert, und für mich das Beste war Astrel. Astrel mit Doppel-L hinten. Klasse Service, kostet glaube ich so 60 oder 70 Dollar im Jahr, aber total zuverlässig. Okay. Und ansonsten gibt es eigentlich ganz wenig Probleme. Also alle Sachen, die ich so mache, da spielt es einfach keine große Rolle, ob ich die von hier mache oder von Deutschland aus oder aus den USA.
Das Einzige, wo man manchmal ein bisschen hin und her jonglieren muss, ist einfach wegen der Zeitverschiebung. Ne, wenn wir zum Beispiel beide einen Termin ausmachen oder wenn ich mal ein Webinar geben will in Deutschland, dann muss ich immer gucken, wann erreichst du die Leute dort am besten. Und dann kann es auch sein, dass ich mal eine Nachtschicht einlegen muss. Mhm. Und dass es dann hier früh am Morgen ist, wenn es in Deutschland am Abend ist. Aber das, ja, da wird man fertig mit. Und ansonsten gibt es eigentlich keine großen Probleme. Nee. Na ja, cool. Also China fehlt mir noch. Und da würde ich auf jeden Fall gerne mal hin und das auch live vor Ort mal mitbekommen, was da abgeht. Man hört halt so viel unterschiedliche Sachen und ich glaube, am besten ist, man schaut sich das selber an und versucht da mal eine Zeit lang zu leben und zu arbeiten. Ja, ich glaube, in Hongkong habt ihr jetzt schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Ich glaube, Hongkong ist ein guter Mix aus, aus Europa und aus China. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich hatte vorher so ein bisschen die Befürchtung, dass mich das überfordern würde, dass er irgendwie zu viel los ist, zu kommerziell und so. Wir sind ja eher die Typen, die gerne an einem kleinen Remote-Strand mit den Fischern abhängen und uns dann auch nicht über langsames Internet beschweren, aber dafür den Ozean vor der Tür haben, tauchen gehen können, Kitesurfen. Aber es hat mir echt gut gefallen und gerade das Kommerzielle und dieses Bunte, für ein paar Tage war das voll in Ordnung und es hat mich echt fasziniert. Also ich war auf jeden Fall nicht das letzte Mal in Hongkong. Das ist schon cool. Ja, coole Stadt auf jeden Fall. Ja, dann, ja, ich glaube, kommt auch immer darauf an. Es gibt Leute, die bevorzugen Großstädte und es gibt Leute, die bevorzugen eher diese Remote Places, wo es dann ein bisschen ruhiger ist, wo man geile Natur hat. Mhm. Und bei mir ist es schon so, dass ich gerne in einer Großstadt bin und dann aber auch gern mal für ein paar Wochen irgendwo in ein kleines Fischerdorf fahre oder an einen coolen Strand. Ja. Mhm. Ja, also das muss jeder für sich selbst dann auch entscheiden. Also wie schnell jemand reist und wo er dann hinreist, da gibt es ja auch wieder die verschiedensten Typen innerhalb der Szene der ortsunabhängigen Arbeiter. Oder man braucht viel Gesellschaft oder das pusht einen, wie jetzt hier in Chiang Mai, dann geht man natürlich in so Hotspots, wo dann auch viele Gleichgesinnte abhängen. Ja. Was ist deine größte Schwäche und worin würdest du gerne noch besser werden? Muss ich überlegen, welche von den vielen Sachen mir als erstes in den Kopf kommt. Ich glaube, so eine große Schwäche, was ja im Endeffekt auch eine Stärke sein kann, ist einfach, dass ich echt Probleme damit habe, Nein zu sagen. Mhm. Nein zu Projekten, Nein zu, wenn Leute auf mich zukommen und mich um Gefallen bitten. Einfach immer, wenn Leute kommen mit einer Frage oder mit einer Bitte, dann gibt man ja immer so ein bisschen was von seiner eigenen Zeit ab oder auf. Und da muss ich noch viel besser darin werden, einfach Sachen abzulehnen. Mhm. Auch Projekte, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Projekte einzustampfen und mich von Sachen zu trennen. Ja, zu sagen, es gibt so diese zwei, drei Projekte, an denen arbeite ich gerade. Es gibt diese zwei, drei Menschen, die sind mir richtig wichtig in meinem Leben. Und genau für die Sachen investiere ich meine Zeit und meine Ressourcen. Und alles andere steht dann erstmal außen vor. Weil ansonsten verwickelt man sich dann in tausend Dinge, macht aber keins davon richtig. Mhm. Und da bin ich immer noch dabei, das zu lernen, ja. Was meinst du, könnte dafür eine Lösung sein? Was könnte dir helfen? Ich habe gerade recht viele Bücher gelesen so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung von Anthony Robbins zum Beispiel. Mhm. Und da ging es einfach immer darum, den Wert von den bestehenden Sachen zu erkennen und zu wertschätzen. Also einfach mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, was sind so diese zwei Webprojekte, die mich richtig weiterbringen, die mir richtig Spaß machen oder was sind die zwei Menschen in meinem Leben oder die fünf Menschen in meinem Leben, die mir wahnsinnig viel wert sind. Und dann darauf, einfach indem man diesen Wert erkennt, zu sagen, okay, das hat meine Energie verdient. Und alles andere, was danach kommt, da sehe ich, ob ich da irgendwie noch Energie und Ressourcen für übrig habe oder nicht. Mhm. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, gerade auch online. Und wenn man immer besser vernetzt wird und immer mehr Leute kennt, kommen ja auch immer mehr Opportunities, die man annehmen kann. Und gerade auch, wenn man dann sieht, der hat schon wieder das gestartet oder das ist der neueste Schrei und das könnte man auch mal probieren. Und auf eine App hätte ich auch schon immer Bock und dann auf ein E-Book auch und einen Online-Kurs will ich auch noch aufnehmen und ein Buch schreiben auch noch und mich selber verfilmen lassen auch. Dann ist echt schwer, an den richtigen Punkten Nein zu sagen. Gerade aufgrund dieses Shiny Object Syndrome, dass man immer denkt, das, was ich habe, ist nicht gut genug, sondern das, was andere haben, ist vielleicht noch cooler oder ich könnte mein Produkt noch cooler machen. Und da müssen wir auch noch besser werden, mal eben innezuhalten,
durchzuschnaufen, auch wenn es vielleicht nur eine Woche ist oder mal ein paar Wochen und zu sagen, okay, das, was ich habe, ist schon mal richtig gut. Das ging jetzt ab und darum kümmere ich mich jetzt und gucke, worauf fokussiere ich mich die nächsten Wochen. Genau, und dann einfach immer mit den Sachen weitermachen, die gut laufen. Da gibt es ja immer einen Grund für, warum einige Sachen gut laufen und andere weniger gut. Und ich glaube, wenn man sich dann auf die Sachen konzentriert, die einfach funktionieren, dann kann man auch nicht viel falsch machen. Und dann muss man auch immer, nicht immer nach links und rechts gucken und sich immer ablenken lassen von den ganzen anderen tollen Ideen und Blogs und Online-Shops, sondern dann gibt es einfach einen Grund dafür, warum die eigene Sache gut läuft und die lieber noch weiter ausbauen, anstatt tausend andere Sachen zu beginnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Und wenn du merkst, du bist nicht mehr produktiv, du sitzt gerade am Rechner, du sitzt ja auch ziemlich lange am Rechner, so wie wir, was machst du, wenn du merkst, du kommst jetzt nicht weiter, es bringt nichts mehr, bist du dann schon so weit, es zu schaffen, den Deckel zuzuklappen? Das fällt mir immer noch schwer. Und wie gehst du damit um? Was ist deine Empfehlung? Was ist dein Hack? Ja, also ich werde da immer konsequenter. Also es ist echt so, manchmal arbeitet man an der Sache und dann merkt man so nach 10, 15 Minuten, das Internet ist scheiße, funktioniert alles nicht, ich habe irgendwie keinen kreativen Saft heute mehr. Mhm. Und in dem Moment klappe ich wirklich einfach einen Laptop zu und dann gehe ich eine Runde laufen, gehe in einen Café und nehme mir ein Buch mit, lese einfach für eine Stunde oder zwei. Und wenn ich dann merke, ich habe wieder ein bisschen kreative Energie oder ich habe wieder Bock, dann setze ich mich auch wieder an den Laptop. Aber ansonsten gibt es auch wirklich Tage, wo dann mittags für mich eigentlich Feierabend ist. Und ich dann Kumpels anrufe und mich mit denen treffe, anstatt mich zu quälen und einfach unproduktiv vorm Laptop zu setzen. Ich glaube, generell ein ganz guter Tipp, was für mich super gut funktioniert, ist, dass ich meist am Vormittag, also immer wenn ich zu Hause bin, auf Reisen sieht es natürlich immer noch mal ein bisschen anders aus, der Tagesablauf, aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich vormittags in meinem Homeoffice, versuche so die wichtigsten Sachen zu erledigen und da weiß ich im Kopf schon, ich verbinde diesen Stuhl, auf dem ich sitze, und meinen Schreibtisch und den Ausblick verbinde ich einfach so mit typischen Tätigkeiten. Und dann gehe ich zum Mittag und danach gehe ich irgendwo in einen Café oder in einen Coworking Space und dann weiß ich schon, ohne mich wirklich darauf einstellen zu müssen, dann weiß ich schon, okay, jetzt ist irgendwie ein ganz anderes Tätigkeitsfeld dran. Jetzt arbeite ich an ganz anderen Aufgaben. Mhm. Und das hilft mir einfach, diese Verbindung von bestimmten Aufgaben und Orten. Mhm. Interessant. Das ist echt ein guter Hack. Das habe ich jetzt bisher noch nicht so gemacht. Wir machen es dann irgendwann, wenn wir denken, okay, Homeoffice, die letzten 3 Tage war cool, wir brauchen jetzt eine neue Umgebung. Weil wir tauen immer total auf, wenn wir woanders reinkommen und neue Impressions haben und neue Eindrücke. Und dann gehen wir zum Beispiel ins Beta-Haus mal eine Woche oder 3 Tage arbeiten und dann gehen wir in die Blockfabrik und dann gehen wir mal in ein Café und dann gehen wir wieder in Homeoffice, wenn wir in Berlin sind. Oder hier gehen wir in Punspace arbeiten, vielleicht demnächst mal in ein Café. Aber das vielleicht dann auch noch mit bestimmten Tätigkeiten zu verbinden, könnte, glaube ich, dem Geist auch noch mehr Ruhe geben, dass man die innere Uhr schon nach irgendwas taktet und dann noch weniger nachdenken muss, was mache ich hier eigentlich jetzt? Genau, ich finde es zum Beispiel total genial, mich in ein Café zu setzen, wo es auch relativ busy ist, wo man Hintergrundgeräusche hat, wo man auch Leute trifft und dort dann zu schreiben. Ja, ich brauche das einfach, wenn ich Content erstelle, kann ich nicht alleine zu Hause sitzen, wo alles ruhig und dunkel ist, sondern dann gehe ich auch am liebsten raus und gebe mich auch mit ein paar Leuten, mache dann alle Stunde mal eine Pause, habe einen kurzen Schnack. Das ist bei mir schon so richtig tief verwurzelt. Das funktioniert für mich wahnsinnig gut. Krass, weil ich bin genau der andere Typ. Ich könnte niemals im Café mich konzentrieren und schreiben und irgendwie coole Sätze rausbringen oder so. Ich bin echt einer, da soll am besten überhaupt niemand in meiner Nähe sein, irgendwo eingeschlossen und es muss alles still sein und ruhig und weil ich bin leider mega leicht abzulenken, auch wenn ich zum Beispiel im Bus sitze oder im Flugzeug und jemand unterhält sich eine Reihe hinter mir, auch wenn ich nicht will, ich muss dazuhören, das ist wie so ein Zwang und das ist total nervend, nicht abschalten zu können, wenn um dich rum was passiert. Darum, umso cooler, dass das bei dir so gut klappt. Ja, ich glaube, da muss jeder für sich selber die beste Methode finden, ja. Mhm. Absolut. Was steht bei dir heute noch an? Jetzt ist gerade 12 Uhr. Ich treffe mich gleich mit ein paar Kumpels zum Mittag und nachmittags haben wir einen Workshop. Das ist ganz cool, in dem Coworking Space, wo ich ab und zu mal hingehe. Da gibt es Workshops zu verschiedenen Themen, alle 1-2 Wochen. Und dort geht es heute um, wie programmiere ich einen Online-Shop? Eigentlich überhaupt nicht mein Thema, aber auch mal interessant in ganz andere Sachen mal reinzuhören und sich ein bisschen inspirieren zu lassen, ja. Ja, absolut. Das ist vielleicht nochmal so ein ganz gutes Takeaway am Ende von unserem Interview, dass
dass man immer eigentlich auch offen sein sollte für neue Sachen, auch wenn es gerade jetzt irgendwie so ein bisschen mit deinem Business tangiert. Bei uns ist gerade jetzt im letzten Jahr so oft vorgekommen, dass wir sagen, ey, logisch, connecting the dots. Auf einmal hat das wieder gepasst, wo man damals überhaupt keine Ahnung hatte, warum macht man das oder warum hört man sich da irgendwas an oder liest sich was an oder baut da Wissen auf. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo du merkst so, ey cool, ich starte jetzt einen Podcast und bin total versiert zum Thema Sport und habe da voll Bock dran, kenne da viele gute Leute, kenne vielleicht auch ein paar Spitzensportler. Genau, das nehme ich mit auf den Podcast oder so, jetzt nur so als Beispiel. Also immer offen sein für neue Sachen, ne? Genau, ja. Und auch mal aus der eigenen Branche so ein bisschen rausschauen, in verschiedene Themenfälle reingucken und dann hast du auf einmal so eine krasse Verbindung, wie es jetzt bei dir funktioniert hat, ja. Mhm. Cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken alle deine Projekte und über die Tools und Empfehlungen, über die wir gesprochen haben, auf jeden Fall in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir beide sehen uns früher oder später wieder, spätestens zur Global im März in Bangkok. Ja, mal schauen, ob ich es dahin schaffe. Wir haben Pläne, dann in Südamerika zu sein. Mal gucken, ob ich dann rechtzeitig wieder da bin. Ah, okay. Ansonsten haben wir eine kurze Leitung über das genau. Heißgeliebte Facebook und die anderen Kanäle. Also, Bastian, viel Spaß noch mit deinen Kumpels und beim Workshop. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das spannende Interview und bis bald. Ja, vielen Dank, Markus, und viel Spaß noch in Chiang Mai. Mach's gut. Danke, ciao. Yo, das war auch schon wieder die Folge Nummer 36 vom Lifehacks Podcast. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst oder mir eine E-Mail schreibt an markus@lifehacks.de. Hacks wird am Ende mit Z geschrieben. Und wir hören uns wieder zur nächsten Folge von Lifehacks. Peace and out.